bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant. Real G, deine Meinung ist irrelevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Ich brauche nur ganz kurz eure Aufmerksamkeit. ERE Studios ist wieder online. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen von euch für den Support. Das ist nicht selbstverständlich. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben einen neuen Duft rausgebracht. Und eins kann ich euch sagen, dieser Duft ist eine 10 von 10. Glaubt mir, ich werde euch nicht enttäuschen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, meine Damen und Herren, ich darf euch herzlich willkommen heißen auf meinem YouTube-Kanal. Hinter mir ist... Nein, Spaß. An meiner Seite heute, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hamid, ist nicht selbstverständlich. Gerne. An meiner Seite ist Hamid Loco. Für die, alle, die ihn nicht kennen, checkt ihn mal jetzt ganz, ganz klar ab. Wir befinden uns in Leipzig. Ich bin in Leipzig wegen dem Champions League Spiel. Ich auch. Du auch. Ich auch. Und dein Arbeitgeber. Auch, ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin hier, weil ich Fußball liebe und mir gedacht habe, weißt du was, wenn ich schon mal in Leipzig bin, dann testen wir hier in Leipzig den wohl besten Döner, wo du sagst, ja. Den, dahinter kann man stehen. Ja, ja. Also der Döner repräsentiert Leipzig ein bisschen. Es ist der beste hier, den man essen kann. Okay. Ich würde ihn jetzt nicht vergleichen mit Berlin. Kannst du auch nicht. Oder den besten, den ich gegessen habe. Kannst du auch nicht. Aber das ist das Beste, was man hier auf dieser Seite vom Osten bekommt. Okay, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn euch das Ganze gefällt, gibt es immer nur eine Regel. Daumen nach oben und ein Abo. Und ganz wichtig ist dabei noch, dass ihr auf Instagram ein Follow da lässt und dieses Video mit euren Eltern teilt. Ja, weil wir wollen in die Trends Platz 1. Oder 2 ist auch okay. Und wenn wir Platz 1 Trends geben, dann kommt... ein Rap-Video von uns zwei. Ehrlich jetzt? Bruder, ich bin Lucio Loco, Bruder. Du kriegst von mir ein Bau. Auf jeden Fall, wir nehmen euch jetzt mit zum Döner. Und der Rest, ja, den werdet ihr sehen. Let's go. Der Laden, wo wir jetzt hinfahren, heißt auf jeden Fall Olive Tree. Das Geile an dem Laden ist, der ist bekannt dafür, dass er extrem lange auf hat. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel richtig lange E-Sports irgendwas gemacht haben im Raum oder nach der Champions League, kann man da immer noch bis 3 Uhr hinfahren. Und das ist gefühlt auch generell der einzige Laden in Leipzig, der da noch offen hat. Eigentlich sagt man ja immer, Läden, die spät offen haben, sind kacke. Ja, der ist aber trotzdem gut. Ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Der ist trotzdem gut. Aber was viel wichtiger ist, mich interessiert dein Döner. Wie sieht dein Döner aus? Wie mein normaler Döner aussieht? Oh, ja. Ich nehme Hähnchen. Bei mir gibt's kein Kalb im Döner. Ich mag nur Hähnchen. Mache ich dir nicht mal einen Vorwurf, finde ich Geschmackssache. Ja. Ich habe schon gut bei dir Hähnchen gegessen, ich mag aber auch Kalb. Was machst du mehr? Unterschiedlich, je nachdem wie das Chicken ist. Okay. Das es kommt für dich auf den Laden an, was die besser machen können. So. Bravo, okay. Und jetzt was machst du drauf? Kein Krautsalat, kein Rotkohl. Fang mit den Soßen an. Soßen? Bruder, mein Döner ist Avocado-Knoblauch. Mein Döner ist Avocado-Knoblauchsoße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, positiv oder negativ? Ich schäme mich. Warum? Kein gesunder Döner fängt mit Avocado an. Doch. Nee. Meiner. Nee. Bruder, ehrlich, meiner ist... Nein, Bruder, mach keinen Sinn. Dann mach nur Knoblauch. Ja, okay. Okay. Ja. Dann kommen Gurken, Tomaten, normaler Eisbergsalat. Mhm. Ne? Mhm. Noch ein kleines bisschen scharf, das war's. Zwiebeln? Ja, Zwiebeln auch. Rote oder weiße? Rote am besten, aber weiße geht auch. Sag dein, ich will jetzt genau der perfekte Döner für dich. Ja, salam alaikum. Also einmal Abel, bitte einmal Knoblauch scharf. Ey Bruder, nur weil ich schwarze Haare habe, brauchst du mir keine Bestellung geben. Ja, und sag einfach, nur weil ich dunkelhäutig bin, brauchst du mich nicht mit einer Banane begrüßen. Hab ich doch gar nicht. Ja, jetzt so, weiß nicht. On cam. Nein! Bitan Döner, Knoblauch scharf, dann macht er Fleisch, dann sage ich... Was heißt Bitan Döner? Ein Döner. Achso, bitte ein Döner. Bitan. Der kann kein Türkisch. Ich kann kein Türkisch. Ja, tut mir leid an meine türkischen Brüder. Ich mach komplett außer Tomaten. Ach, du machst auch Krautsalat und Rotkohl? Alles. Das ist jetzt werdet ihr exklusiv. Das ist das allererste Mal. Ja. Und wir machen nicht mehr als 10 Sekunden. Okay. Oder 5. 10 Sekunden ist okay. 10 Sekunden. Ja. Das ist ein Track von dir. Ja. Der irgendwann rauskommt, hoffentlich, ja, okay. Oh, wissen wir noch nicht. Ja. Habe so viel Hunger, hinterlasse nicht mal Brotkrümel. Guck bei Anpfiff direkt, wie ich losstürme. Acker, so viel Faulheit ist ne Todsünde. Miet schon mal in FFM, die hohen Türme. Ich finde den einen Part, wo du gesagt hast, wo du so Spider-Man, den finde ich geiler als dem Anfang. Ich küsse eine Rothaarige, nämlich Peter, so wie Parker, ja, deswegen Spider-Man. Meine Freundin ist rothaarig. Deine Freundin ist rothaarig deswegen... Küsst du eine Frau wie Peter Parker? Genau. Ich hab so
ich habe im Deutschen also so eine richtige Musikrichtung. Ich mag Reezy. Ich mag ja, diese. Ich mag Reezy und so wie Summer und Billa so sich in letzter Zeit ja, entwickeln. Bruder, komm doch ins Studio nach Düsseldorf. Ja, Summer hat mich schon eingeladen. Ja, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben, für die Leute, ich will ja dieses Jahr wollen wir wieder nach Mallorca auf die Bühne. Wir haben ja letztes Jahr einen Hit im und wir wollten zweiten Hit machen. Ja, und Summer hat gesagt, wir sollen den auch im Studio machen. Und du hast schon was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet, Bruder. Kommt das auch ins Video? Das kommt ins Video. Treppe mich in Miami, da kommt Eccochinos drauf. Ey, Lots of Panda Play, komm und direkt in den Store. So eine Richtung muss ich gehen, wenn ich irgendwann mal Musik machen würde. Ich würde es schon gerne mal die testen. Ist der Laden, du musst irgendwann auf jeden Fall ist das den Stil, den ich feier. Weißt du, wer krass singen kann? Singen? Wo allgemein krass sowas passen würde? Wer? Sidney. Sagst du? Bro, Sidney ist, ich schwöre, er ist talentiert. Gib mir mal bitte Feedback, was ihr sagt, ob Sidney Rapper werden könnte. Also ich glaube, wenn es einer könnte, dann würde ich es ihm zu 100% zutrauen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich habe den ganzen noch Tag gar nicht. Noch gar nichts gegessen. Okay. Und es gibt einmal die Woche, wo ich mir gönne. Und das ist jetzt quasi heute. Heute gönne ich mir den Döner. Und ach so, ist Döner für dich schon so cheaten? Ja. Ja? Krass. Auch wenn ich sage, Döner ist der eins der gesündesten Fastfood-Sachen, die man es essen gibt, kann. Ja, weil du alles drin hast. Weil du Brot, alles drin Salat, hast. Brot, Salat, genau. Also ich finde Burger zehnmal besser als eine Pizza. Döner besser als eine Pizza. Oder andere Sachen. Ja, safe. Safe. Ich glaube, wenn man irgendetwas das ganze Jahr essen könnte, jeden Tag, wenn du irgendetwas auswählen müsstest, wäre Döner unnormal clever, weil du immer alles drin hast. Weil du alles abdeckst. Du kannst theoretisch auch alles rausschmeißen aus dem Döner, hast dann einen Döner-Teller. Überleg, du kannst mit Döner so viel machen. Ne? Aber ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann... Nur eine Sache? Ja, dann würde ich halt Nudeln. Ja, okay, weil du damit so viel Verschiedenes machen kannst. So das viel, weil du kannst auch mit Nudeln essen. Aber Döner, ja. Gebe ich. Weißt du, was auch lustig ist an dem Laden? Wir gehen rein, Umut und ich. Kameras, wir haben so eine Kamera an, so wie Security-Kamera. Und der Chef hat das auch zu Hause, die Kameras. Okay. Dann kommen die Söhne vorbei, weil die ganze Zeit campen. Echt jetzt? Wenn die in den Story sehen, wir sind in Leipzig, kann sein, dass wir jetzt reingehen und irgendwann kommt einfach der Sohn vom Chef, weil er uns in der Kamera gesehen hat, von zu Hause hergelaufen. Aber wo wohnen die dann hier um die Ecke quasi? Nein, also ja, zwei Straßen weiter. Ja, okay. Der sprintet dann einfach hier ja, hin. Ja, okay. Das macht Sinn. Das ist ehrlich so Sinn. Lustig, ne? Ja, das ist das. Und der verkauft Pizza und Pasta. Der verkauft echt viel. Guck mal, das sind die schlechtesten Zeichen, die es gibt. Ja, ich weiß, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Aber ist voll oder nicht? Ja, tamam. Und es ist noch nicht 3 Uhr. Es ist jetzt gerade Hotspot-Zeit, du könntest überall essen gehen. Hier ist leer, hier ist voll. Boah, ich sag euch wirklich, wenn einer Pizza, Pasta, Döner verkauft, fehlt nur noch, dass irgendwie Chicken Wings im Menü sind. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, aber bevor das alles hier zu negativ wird, erst probieren. Und danach seine Meinung abgeben. Danke, wir haben kein Ding. Was mir gerade auffällt in dem Laden, gibt es einfach der Gerät. Der Gerät arbeitet schweißfrei. Der Gerät arbeitet ohne zu schlafen. Und der Gerät ist schneller als jede menschliche Hand. Krass. Das hab ich auch noch nicht oft gesehen. Weißt du, was der Gerät ist? Ja. Ja? Die Dönermaschine? Ja, der Gerät. Oder bestimmt, ein bestimmtes Gerät oder wie? Ja, damals von TV Total, Stefan Rahm. Und die haben das hier? Und die haben der Gerät. Das ist krass. Er ist auf jeden Fall lustig, weil die haben hier so Auszeichnungen links, rechts, alles aufgehangen. Und das ist einfach ein Bild von Angela Merkel. Gegessen hat. Da hieß der Laden noch ein bisschen anders. Und da ist auch richtig lustig. Hier ist das gerankt als der generell Platz 12 beste Döner in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie offiziell das Ranking ist, aber hey, immerhin Platz 12 in Deutschland. Weißt du, guck mal, Platz 1. Alatürker Stuttgart. Kennst du das? Ja, ich war in Stuttgart gelebt. Ist es wirklich gut?
Es ist wirklich gut, aber niemals der beste Döner, den ich gegessen habe. Mustafas Gemüsekebab in Berlin. In meinen Augen auch noch nicht Hack nehmen oder schlecht reden. Verzeihung. Aber es ist auch nicht der beste in Berlin für mich. Ja. Aber guck mal, wir haben überall diese Rankings. So, ihr seid dran jetzt. Und auf der anderen Seite haben wir ein Bild von Angela Merkel gegessen gestern. Große andere Seite. Ja, Bruder, original Photoshop. Das Korrekte an dem Laden ist, als ich hier einen Kieferbruch hatte, ich musste ja trotzdem noch nach Leipzig und ich konnte nichts kauen. Und dann haben die für mich extra das Essen püriert. Also Brot püriert, Pommes püriert, Dönerfleisch püriert. Etwas, was ich niemals hätte essen können und ich konnte das dann einfach schlucken. Das war krass. Ehrenmänner. Aber wenn du das im Nachhinein siehst, ist nur Spaß. So, hier ist ein Kollege. Mit allem? Ja, komplett. Magst du Sumak auch ein bisschen? Wie bitte? Sumak? Scharf, ja. Kannst du oben noch mal ein bisschen Knoblauch? Gerne, ja. Ja, auch kannst du auch noch mal ein bisschen scharf machen, dann ist perfekt. Gott sei Dank haben die kein Avocado. Einer denkt, der ist hier irgendwo beim Biomarkt. Erstmal habe ich hier ein richtig verrücktes Getränk. Da steht Ingwer drauf, deswegen habe ich es genommen. Der erste Eindruck zum Döner, sehr, 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 sehr positiv. Finde ich gut. Ich probiere jetzt das Kalb. Mhm. Gut. Doch, finde ich gut. Gib was. Gib mir was. Wir warten noch auf Hamed, dann essen wir gemeinsam und dann gibt es ein positives Feedback. Feedback, ehrlich. Positives oder negatives. Kleiner Tipp für den großen Hunger, immer einen Ayran schnappen, weil das sättigt auch. Ja, ich habe großen Hunger. Weißt du, dass ich richtig viel gefressen bin? Ja, ich glaub dir, dass du viel essen kannst. Weil ja. Da kann ja auch unnormal viel essen, wenn man viel Sport macht und so. Kann man einfach mehr essen, weil du mehr dich mehr auspowerst. Dein Körper braucht mehr Energie und sowas. Sag ehrliche Meinung, ne? mir tut das nicht weh. Wenn die Leute mich essen sehen, denken die, ich bin krank. So muss das aber auch bei einem Döner. Guck mal, wie ich ausschaue, Bruder. Zu viel. Du hast es nicht besser gemacht, ich schwöre. Doch, vertrau. Ehrlich? Echt? Ja. So muss das aber auch aussehen, weil wenn man einen Döner mit Gabel und Teller isst, macht auch keinen Sinn. Muss reinbeißen. Er sagt wirklich stabil, sehr stabil. Ich finde, das Fleisch hätte ein bisschen wärmer sein können. Aber das ist so. Man hat gesehen, das Fleisch war noch nicht ganz durch bei dir. Sag mir so. Doch, die haben die Maschine früh scheinen lassen. Das war auf jeden Fall noch nicht knusprig und so. Beim Hähnchen ist es ein bisschen anders, muss ich sagen. Müssen wir mal probieren. Halt mal rein. Aber ich mach hier, ja? Ja, mach wo du willst. Ne? Wolfgang, hier ist das Hähnchen besser als das Kalb. Und das meinte ich vorhin. Weißt du? Ja. Also, jetzt, wo ich Hamid sein probiert habe, schmeckt mir das Hähnchen besser als der Kalbsdöner. Das Hähnchen ist gut. Hähnchen ist sehr gut. Ja. Ich sag dir, deins war noch nicht ganz durch, dein Fleisch. Wir haben es ein bisschen früh geschnitten. Aber 1 bis 10. 1 bis 10, Hähnchen, ja. Kriegt von mir eine 8. Ja. Der Kalb kriegt von mir eine 6,57. Okay. Hähnchen top, habe ich 8 gesagt, ne? Mhm. Hähnchen wirklich stabil. Hier sage ich 6,57 so. Ja. Welcher Döner ist der beste, den du gegessen hast? Ich würde sagen Berlin, ja. Sag nicht Rührern. Nicht unbedingt Rührern. Rührern ist meiner Meinung nach auch eigen. Ja. Also ich verstehe, ja, auch meine. Kartoffeln und sowas drin. Genau. Ja. Also ich habe mit Sydney mal einen gegessen. Ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Sydney, falls du das Video siehst, sag das mal. Das war der beste Döner. Das war der beste, den du jemals gegessen hast? Ja, aber kann auch sein, dass ich da habe ich lange keinen Döner gegessen und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe direkt den gefetzt. Ich habe zwei. Du hast so Hunger auf Döner, dass es sein kann, dass es dein Rating verfälscht. Ja. Okay, ich check. Jetzt, wo ich fertig bin, überlege ich mir, ob ich mir ein Hähnchen hole. Ich fand Hähnchen super. Ja. Das ist mein zweiter Döner. Könnte ich locker fetzen. Mache ich zwar nicht, aber ich könnte locker. Das ist geisteskrank. Wirklich. Wenn du Döner-Wettessen machen würdest, wie viele Döner würdest du schaffen? Auch mit Drücken. Hauptsache, du kriegst so viel rein wie möglich. Ich kann brutal schnell essen. Ich sage, ich mache einen Döner. Aber es geht nicht um Schnelligkeit. Ja, warte. Ich mache einen Döner unter einer Minute vielleicht weg. Ah! Unter 2 Minuten mache ich einen Döner weg.
Boah, schwer. 100%. 2 Minuten für einen Döner, 100%. Aber wie viele? Viele sag ich, schaffe nicht mehr als 3. Okay, ja. Ich schaffe aber auch 3. Ja. Ich kann, ab irgendeinem Punkt wird es bei mir eklig. Also, Brot gut, muss man auch mal diesen Ei rein, bitte. Ich kenn doch. Kirsche. Ich kenn. Mango ist auch geil. Ja, geistkrank. Mango ist auch geil. Ayran mit Geschmack. Ayran, eines der Underrated-Getränke, die es gibt. Ja, ja, weil sie ja nicht diese Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Vor allem mit Geschmack. Choc Diesel. Ja. Boah. Boah. Oh. Ja. Mm. Ja. Nice. All in all, 6,5 bis 7, 8. Obwohl ich nur einen Biss hatte, musst du dir überlegen. Ich hatte einen Biss und hab direkt gemerkt, wo war dein bester Döner? Bei mir. In der Stadt bis jetzt. Aber auch keine 10 von 10. Und Paderborn. Ja, ernsthaft? Nein, Bruder, du underrated. Thomas, wie gut ist da Döner? Ist gut, Bruder. Ist gut. Ist, Bruder. Und jeder hat das gesagt. Alle waren da. Roat, Abu. Jeder hat gesagt, der Döner ist geistkrank. Bruder, Roat, Abu zählen nicht bei mir. Elisit war nicht in Paderborn, Bruder. Ja. Das kann ich dir sagen. Bei Roat, Abu ist nicht. Fett heißt nicht gleich, die haben Geschmack. Das stimmt leider. Aber das Ding ist, ich sag, bei Abu hat er sogar recht, weil Abu sagt einfach zu allem, dass es. Wenn du Abu. Ein Abu von Abu. Soll ich jetzt sagen, was Abu sagen würde? Ja. Guck mal, nicht falsch verstehen. Essen ist Essen. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Und Essen, ich esse auch, wenn es mir nicht schmeckt, weil das Essen das ist. Will ich das einmal zu sagen. Ja. Manche haben kein Essen, wir müssen uns dankbar schätzen, gutes natürlich Essen zu haben. Und dass wir vor allem in unserer Position so gut essen können und gar nicht dran denken müssen, ob wir essen oder nicht. Ja. Wir schaffen das eh. 100%. Alles nein, danke schön, vielen, vielen Dank. Danke. Deswegen, das ist jetzt so ein oberflächliches Kritikvideo oder so, weißt du, weil wir halt einfach was testen, aber grundsätzlich Essen ist Essen. Selbst wenn der Döner jetzt fatal wäre, hätte ich ihn aufgegessen. Natürlich. Was sagt, aber du wolltest irgendwas zu Abu sagen. Ja, Abu, sage ich, ist in der Hinsicht nicht neutral. Der wird zu dem schlechtesten Döner, wo Haare drin ist, sagen, guck mal, du machst die Haare raus, du hast immer noch deinen Döner, ändert nichts. Aber Abu schmeckt wirklich alles. Also ich habe noch nie gesehen, dass Abu gesagt hat, schmeckt nicht. Er war immer so, wenn es nicht so gut schmeckt, sagt er, schmeckt. Und wenn es richtig gut schmeckt, sagt er, boah, richtig gut. Es schmeckt ihm immer. Das ist krass. Deswegen, ich zähle das nicht. Und in Paderborn, Bruder, ich habe alles auf dem Schirm, aber keinen Döner in Paderborn. Ja. Und wenn du über Paderborn redest, kannst du mir nicht erzählen, dass die Leute sagen, ey, da ist ein krasser Döner. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Was würdest du geben, 1 bis 10? Mein Döner? 9 von 10. Ballernein. Doch. Sag's Ballernein, Bruder. Das ist krass. Bei Kebabland würdest du auch niemals denken, dass ein krasser Laden ist. Unscheinbar. Paderborn ist eine unscheinbare Stadt. Hat einen krassen Döner. Siehst du direkt. Und bei dem Laden, du weißt doch gar nicht, wie der aussieht. Du weißt gar nicht, wenn ich nach Paderborn komme, ja, für diesen Döner und er ist keine 9 von 10, ja, was kriege ich? Ich gehe ins See. Mit meinen Sachen. Aber du musst ehrlich bewerten. Ehrlich. Ja, okay. 9 von 10. 9 von 10. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ich das machen soll. Also ich weigere mich strikt, weil ich mir eh denke, wird sich nicht lohnen. Aber 9 von 10, bei allem Respekt, mein Bruder. Doch. So, Freunde, das war's. Wir waren den Döner testen in Leipzig bei Olive Tree. Olive Tree, ja. Olive Tree, Olive Tree. Im Großen und Ganzen ein stabiler Döner. Man kann sich von dem Preis-Leistungs-Verhältnis nicht beschweren. Der Döner war auch war eine gute Portion. Das heißt, ich bin satt. Die Leute sind korrekt. Die Leute sind korrekt. Personal war sehr korrekt. Aber nicht der beste Döner, den ich gegessen habe. Aber auch nicht der schlechteste Döner, den ich gegessen habe. Ich würde den Kalbdöner würde ich eine 7 oder 6,5 bis 7 geben. Und den Chicken würde ich tatsächlich eine 8 geben. Das war's auch schon. Viele haben gesagt, das ist der Döner, den man in Leipzig testen sollte, wenn man in Leipzig ist. Ich war in Leipzig, beziehungsweise bin in Leipzig und habe ihn getestet. Vielen, vielen Dank an Hamid Loco, der hinter der Kamera gerade ist, dass er mir diesen Döner gezeigt hat, dass er den mit mir getestet hat. Das war mir eine absolute Ehre. Gerne, gerne, gerne. Checkt auch gerne Hamid ab. Und dann würde ich auch schon in diesem Sinne sagen, das war's. Lasst alle ein Abo da, kommentiert und liked dieses Video. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir auf Instagram. Wir sind kurz vor 1 Million. 1 Million auf Instagram ist mein großes Ziel. Deswegen wäre ich sehr ehrlich dankbar. Wie viel fehlt dir noch? 50.000. Digga, okay, das ist echt knapp. Das ist echt knapp. Gibt's ein Special? Gibt's ein Special? Ja, Mann. Ich habe gesagt, bei einer 1 Million hau ich direkt am nächsten Tag eine Rolex raus. Ach so, ich dachte an eher an so ein erotisches Bild oder so. Na, sowas gibt's bei mir nicht. Irgendwas Cooles dann vielleicht mit Drake oder so. Er und seine Schlange. Yeah! Wer dieses Bild mit der Schlange haben will, macht die 1 Million auf Instagram voll. Und in diesem Sinne sage ich, es geht 1, 1, 2.